Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir sind heute mal als Cheryl unterwegs. Einfach weil wir es können. Einfach um Abwechslung reinzubekommen. Wir setzen uns mal direkt an den Generator. Der erste ist verletzt. Ich weiß nicht so richtig, was ich vom Trickster auf dieser Map halten soll. Ich habe gerade überlegt, aber... Es kann okay sein, wenn du immer gut abbiegst und in die Räume rennst. Aber auf den langen Gängen kann er dich halt wiederum sehr gut. Und wir blocken uns halt die ganze Zeit gegenseitig näher. Merkst du es noch? Ich gehe mal weg, weil wir haben Groupie abbekommen. Jetzt ist näher. Oh no. Ruinen. Ich schloss den Killer natürlich voll rein. Ich hasse den Trickster. Ich kann einfach nicht gegen ihn spielen. Du siehst immer nur plötzlich irgendwie die Messer ankommen, aber... Es klingt, als ob der 3 Kilometer weit weg ist. Nein, oh mein Gott, ein Hit noch. Jetzt wird er treffen. Aber wir haben ihn einen Generator hingehalten. Es gibt so Killer, da ist es auch die bessere Strategie, nicht nach hinten zu gucken, wie bei ihm. Man sollte sich da, also meiner Meinung nach, sollte ich mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, die richtigen Abbiegungen zu treffen. Und immer schön verwinkelt zu laufen. Anstatt zu gucken, wo er hinrennt. Danke! Du Arschloch! Musst du mich jetzt wegtunneln? Ist es dein Ernst? Ja.
Ruine ist immer noch da. Würde mich ja gern mal heilen, aber irgendwie... Was gibt's da nie? Warum? Ich wollte gern noch irgendwas anderes tun, die Runde, als wegzurennen. Ernsthaft. Ich höre ihn doch immer noch. Oh, ich hoffe, er hat sich jetzt mit Absicht dazwischen geworfen. Das kann doch nicht sein. Das macht mich wütend. Ich bin nicht mal die Obsession. Leute. Jetzt bin ich wieder Grubi. Ich warte mal ab, bis es abgelaufen ist. Ah. Er hat Barbecue, oder? Er ist im Schrank. Okay. Campt. Er geht wieder in den Keller runter. Wow. Machen jetzt endlich mal einen Generator. Ich bin dafür, dass Lea retten geht, sie hin noch nicht. Was ist denn das für ein Killer? Hat mich gesehen, oder? Steinchen hat geholfen. Jetzt geh schnell näher. Ich gönne dem Killer keinen Kill. Dann wäre er zwar kein Killer, aber ich gönne es ihm einfach nicht. Er spielt echt nicht fair. Er campt, er tunnelt. Generatoren sind halt jetzt in einer Reihe.
ist auch doof. Da sind wir selber schuld. Solange ich nichts höre, ist alles gut. Jetzt haben wir bestimmt noch Nöte. Runter vom Haken. Nee, wird direkt wieder getunnelt. So ein frecher Hund, ey. Bei so einem Killer traue ich mich halt dann auch nicht mehr rein, weil ich weiß, wenn er mich dann am Haken hat, kämmt er mich weg und ich habe da keinen Bock drauf. Nea, wie wär's mal mit hochheilen statt wegkriechen? Bist du jetzt ernsthaft im Kriegsgebiet? Ja, ganz ehrlich. Ja. Jetzt Blutwächter und wir haben Groupie drauf. Ach, sorry, Leute. Ich hab keinen Bock mehr. Wir kriegen die nicht runter. Erst recht nicht, wenn wir jetzt Groupie drauf haben und er zum Ausgang kommt. Ich weiß. Anti-Mate-Move. Elodie ist aber auch rausgegangen. Es tut mir wirklich leid. Und das ist der Dank dafür, dass man gefühlt 3 Stunden wegläuft vorm Killer. Das Problem ist halt beim Trickster und bei der Huntress, die können dich halt jagen. Obwohl sie sehr weit weg sind. Das heißt, es triggert nicht die Jagd, aber du wirst trotzdem gejagt. Also, wisst ihr, wie ich das meine? Die sind halt durch ihre Wurfsachen, können die so weit weg von euch stehen und euch trotzdem jagen, aber die Chase-Musik startet nicht. Das heißt, all das zählt nicht zur Jagd. Du kriegst dafür keine Punkte. Ah, okay, wir sind raus. Ich habe ihn ein bisschen hingehalten. Eigentlich bin ich ganz stolz auf mich. Danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt gesund. Bis dahin. Macht's gut.